Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Mal reingeschnuppert hier bei Heisberg zockt. F1 2019 heißt das Spiel, es ist von Codemasters und es geht um die Formel 1. Ja, wann habe ich zum letzten Mal Formel 1 gespielt? Das war irgendwann in den 90ern, da waren die Fahrzeuge noch so Pixel, die sich verschoben haben. Das hat sich ein bisschen verändert in der Zwischenzeit zum großen Glück. Und ich habe mein Lenkrad, wer mir bei Instagram folgt, der hat das schon gesehen, wie ich da die Kiste geknuddelt habe. Und jetzt habe ich das hier vor mir. Es hält nicht so richtig. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe ein Lenkrad gekauft mit so Pfropfen unten dran, so Gummidinger. Und irgendwie so auf dem Schreibtisch. Ich glaube, das, was man drehen kann, also was man so feststellen kann mit einer Schraube, wäre besser gewesen. Aber ja, nachher ist man immer schlauer. Jetzt spiele ich halt mit dem. Wir spielen die Karriere. Und zwar machen wir da mal, ich glaube, man braucht 3 Rennen. Also man startet in der Formel 2. Das muss ich vielleicht noch vorausschicken. Spielt 3 Rennen und ja, dann kommt man in die Formel 1, wenn man gut gefahren ist. Und wir machen das jetzt mal bis dahin, wo wir in die Formel 1 kommen, weil die ganze Saison möchte ich nicht spielen, jetzt ist mal reingeschnuppert. Vielleicht gibt es aber 2 Videos, das werden wir sehen. Und danach werden wir mal noch ein paar freie Rennen fahren, damit wir mal noch ein paar andere Strecken etc. sehen. Gut, jetzt fangen wir aber mal an mit der Karriere. Das wäre dann zack bei Solo. Karriere wäre schon mal richtig. Und dann hier neue Karriere. Ich war schon mal kurz drin. Ich musste gucken wegen der Aufnahme und wegen dem Lenkrad, ob das funktioniert. Und das funktioniert. Jetzt wollen wir das aber mal richtig spielen. Jawohl. Okay, es geht los. In F1 2019 startest du deine Karriere mit der Wahl eines Formel 2 Teams. Für dieses Team zu fahren, lässt dich die besonderen Momente einer Formel 2 Saison erleben. Eine eigenständige Rennsportmeisterschaft voller Nervenkitzel und das Sprungbrett in die Formel 1. Am Ende dieser Nachwuchsserie bestimmt deine Wahl der Fahrerschmiede und deine Leistung in der F2 die Bedingungen für einen Vertrag mit einem Team der Formel 1. Mit dem Aufstieg in die Königsklasse schreibst du dein eigenes Kapitel in der Motorsportgeschichte. Ja, Aussehen tut schon mal klasse. Das ist aber eigentlich immer so gewesen, John. Bei Formel 1, bei diesem Spiel zumindest, ist ja alles lizenziert, also die Teams, die Fahrer etc. Nur wir werden jetzt wahrscheinlich in der Formel 2 wahrscheinlich die Fahrer nicht kennen, also ich zumindest nicht. Aber in der Formel 1 müsste man sich dann ja schon zurechtfinden namenstechnisch. Ich kenne vor allem die früheren Fahrer noch, so Gilles Villeneuve, Emerson Fittipaldi, Claire Regazzoni, ein Schweizer. Ist aber schon ein bisschen her. Wen nehmen wir denn? Trident. War Trident nicht mal ein Kaugummi? Darf ich das sagen? Oder ist das Schleichwerbung? Nein, ich kriege kein Geld von denen. Wir machen mal einen auf Trident. Okay, und wir wollen starten. Und das müsste jetzt klappen. Devin Butler, Lukas Weber im dritten Event der Formel 2 Meisterschaft 2018 stellt. Das ging zu schnell. Aber ich denke, wir werden jetzt eh eingewiesen, was wir tun müssen. Okay. Ein neuer Trident-Fahrer bestimmt hier das Rennen. Devin Butler folgt dicht dahinter. Die beiden haben sich in den frühen Entscheidungen dieser Meisterschaft wirklich nichts geschenkt. Lenkrad festmachen. Da ist etwas schiefgelaufen. Butler sieht seine Chance. Vielleicht ein mechanischer Defekt? Das Auto wird wieder schneller. Die Ursache des Problems ist unklar. Werden Sie das Rennen so noch zu Ende fahren können? Sieht nach einem Problem mit dem Turbo aus. Du hast etwas an Höchstgeschwindigkeit verloren. Aber du bist kurz vor dem Ziel. Du kannst noch mithalten und ein paar Punkte holen. Gib nicht auf. Gib einfach dein Bestes. Wir stehen natürlich alle hinter dir. Ja, ihr steht alle hinter mir. Bestens, okay. Ich würde sagen, wir greifen jetzt ein, fliegender Start sozusagen. Jetzt bin ich gespannt. Ich kenne natürlich die Strecke nicht. Man braucht für dieses Spiel Übung, also seht es mir ein bisschen nach. Oh lala, schon den ersten abgeschossen. Wenn ich hier nicht gleich Platz 1 erobere. Dein Teamkollege nähert sich und möchte vorbei. Wiederhole, Lukas will dich überholen. Ja, sonst geht's ihm gut. Soll ich das machen? Ich glaube, das muss ich fast machen, wenn die Box sagt, ich soll das tun, sonst kriege ich Krach mit meinem Chef. Wiederhole, dein Teamkollege möchte dich überholen. Ja, jetzt ich weiß, kann er. Dass noch. Du keine Position abgeben willst, aber er hat mit Turbo bessere Chancen als du. Er kann nach vorne kommen. Wenn du Lukas aufhältst, könnte das einen Punktverlust für das Team bedeuten. Ja, ja. Ist er vorbei? Oder hat uns der Falsche überholt? Das ist toll. Lukas kann jetzt weiter angreifen. Freut mich für Lukas. Okay, dann werde ich ihn jetzt zusammenreißen, weil ich möchte jetzt nochmal irgendwie von der Strecke fliegen. Weil jetzt heißt es im Prinzip das Feld von hinten aufrollen.
Vielleicht können wir den anderen ja auch nochmal überholen, den wir jetzt gerade durchlassen mussten, den Teamkameraden. Das ist toll. Lukas kann jetzt weiter angreifen. Ja, das ist toll für Lukas. Das freut uns natürlich. Ich soll dir von Lukas Dank ausrichten. Ich weiß, dass es frustrierend ist, aber du hast die richtige Entscheidung für das Team getroffen. Wir stehen alle hinter dir. Gib dein Bestes bis ins Ziel. Mach ich. Wenn ich jetzt mal fahren kann und nicht irgendwelche Teamkameraden durchlassen muss. Oh, lalalala. Ich greife jetzt hier mal an. Oder ich versuche es zumindest. Ah, schon wieder touchiert. Aber ich glaube, ich bin an ihm vorbei. Er hat aufgegeben. Ja, das gab eine Verwarnung. Okay, da muss man aufpassen. Es gibt natürlich auch Strafen, dass man irgendwie 5 Sekunden durch die Boxengasse schlendern muss. Und so Zeug. Da muss man schon ein bisschen auf der Hut sein. Ah, das Geschwindigkeitsgefühl. Oh, ganz schlecht angefahren, die Kurve. Das Geschwindigkeitsgefühl ist sehr gut. Also das macht wirklich Spaß, ich merke es gerade. Es ist eigentlich schade, dass ich so lange kein Formel 1 Spiel mehr gespielt habe. Ich hatte halt kein Lenkrad. Also ich hatte eins, aber das war aus den 90ern. Da gibt es heute keine Treiber mehr dafür, also kann man es auch nicht mehr benutzen. Und ohne Lenkrad machen die Spiele halt ja nicht mal halb so viel Spaß. Mit Lenkrad stelle ich jetzt gerade wieder fest. Ja, meine alte Liebe. Zum Motorsport, zumindest in der virtuellen Welt. Das ist schon sehr cool. So, jetzt also gucken, was haben wir denn? Wir sind auf Platz 5. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das müsste aber eigentlich auch noch besser gehen, würde ich mal behaupten. Wenn wir den Kollegen hier vorne vielleicht irgendwie noch abfangen können, den Norris. So, und jetzt innen weg wäre die Idee. Genau, nämlich so. Ja, Windschatten. Ja, und schon touchieren wir leider wieder. Das hat aber keine Strafe gegeben. Außenrum überholen ist schwierig. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,5 Sekunden. Boah, der kämpft hier aber wirklich auch mit allen Bandagen. Aber wir haben ihn. Wir sind auf Rang 4. Oh, schon wieder gab es eine Verwarnung. Okay, wir sind dann bald wahrscheinlich der böse Bube. Wir in der Formel 2. Aber ja, man muss halt ein bisschen mit Ellbogen. Mein Gott, es ist ein harter Sport. Da muss man halt auch ein bisschen mit Ellbogen arbeiten. Und wir wehren uns ja eigentlich nur. Wenn man es genau nimmt, ich muss mein Lenkrad nochmal befestigen. So, jetzt habe ich die Kurve ein bisschen besser erwischt, ist aber immer noch nicht wirklich gut. Ich glaube, ich fahre auch zu wenig über die Curbs. Man müsste die jeweils mitnehmen, damit man wirklich eine bessere Zeit hinkriegt. Das war jetzt nicht schlecht. Wieder runterbremsen. Hier auch wieder über die Curbs. Ich dachte gerade, ich hätte wieder eine Verwarnung bekommen, aber nein. Und kaum schaue ich nach links oben, verlasse ich die Piste, also unterlasse ich das künftig. Das bringt's nicht so. So, in der Runde sind es noch. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Wir sind immer noch auf Position 4. Ich hätte den da vorne gerne noch. Also, das soll jetzt auf dem Podest vielleicht landen sogar. Dafür müsste man aber ein bisschen besser fahren. Das gebe ich zu. Das ist alles nicht wirklich gut, was ich hier mache. So, jetzt beschleunigen. Eine Abkürzung nehmen. Das ein bisschen und vielleicht in den Windschatten kommen. Ja, aber wenn ich mich natürlich dann wieder verbremse, dann komme ich wieder nicht mehr aus der Kurve weg. Aber wir kommen näher. Definitiv. Jetzt ging durch. Jawohl. Ah, oh, okay, das hat geklappt. Wir sind auf dem Podest. Oh lala. Ja, das war jetzt aber natürlich das Hinterletzte, was es gibt. Oh nö. Okay, ja, jetzt verlieren wir die ganze Position. Das war natürlich jetzt bitter. Aber eigentlich war das ein Fehler vom anderen. Das müsste man nochmal in der Wiederholung sehen. Okay, jetzt sind wir wieder auf der 6. Aber der hat uns definitiv abgeschossen, der Kollege. Vielleicht bin ich auch ein bisschen frech reingedüst, das kann auch sein. Okay, dann müssen wir das jetzt halt als Lehrgeld bezahlen. Dass wir hier im ersten Rennen nicht gerade gewinnen. Oh Gott, ich fahre aber auch jetzt einen Käse zusammen. Naja gut, das ist alles Übung. Ich hoffe, im nächsten Rennen geht es dann schon ein bisschen besser. Wir haben ja den Sinn erfüllt sozusagen, den Zweck. Wir haben unseren Teamkollegen vorbeigelassen. Das war ja sehr freundlich von uns, weil wir sind ja freundliche Menschen. So, jetzt hier über die Curbs und beschleunigen. Ja, okay, karierte Flagge.
sechster Platz. Schade, haben wir den Podestplatz haben wir verschenkt, weil uns der andere abgeschossen hat. Tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Naja. Ausgezeichnete Arbeit. Ich denke, wir sind dem auch reingefahren. Wirklich fantastische Arbeit des Teams von Trident. Es hat hier heute einen erstklassigen Sieg errungen. Ja, immerhin hat der andere gewonnen. Also dann hat es ja Sinn gemacht, dass wir den durchgelassen haben. Das ist ja dann schon mal okay. Davide, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich denke, er hat das Rennen gewonnen, weil er sich anpassen konnte. Zu jedem Zeitpunkt hat er getan, was erforderlich war, ja. Er war besonnen und beständig, wenn es nötig war, aber schonungslos und aggressiv, wenn es verlangt wurde. Es gab heute nichts daraus, mit dem er nicht fertig geworden wäre. Diese Anpassungsfähigkeit wird ihm noch gute Dienste erweisen, wenn er sie in dieser Saison beibehalten kann. Okay, ja, und wir haben ihn durchgelassen. Das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Die Siegerehrung. Nach einem Rennen mit einem wohl eher unerwarteten Ausgang. Trident hat sich den Sieg geholt. Trident hat in letzter Zeit große Fortschritte in der Formel 2 gemacht. Und das heutige Rennen hat gezeigt, dass sie nicht nur dabei sind, sondern auch gewinnen können. Glückwunsch an alle im Team. Aber ich nehme an, Trident gibt es tatsächlich als Motorsportfirma. Weil das sind ja wie gesagt alles Lizenzen. Man sieht es auch hinten, Emirates, Fly Better etc. FIA. Dann sehen wir uns einmal an, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Fahrermeisterschaft hat. Nach diesem schwierigen Rennen hat sich der Abstand an der Spitze für unseren Meisterschaftsführenden verringert. Also Davide Valsecchi, wen würdest du als Fahrer des Tages wählen? Heute fällt meine Wahl auf Sean Gelaer. Er ist nicht immer spektakulär, aber er ist auf Rang 13. Aber er ist der Fahrer des Tages für den Kommentator. Naja. Oh, Hallöchen. Ja. Das war ein aufregendes Rennen. Mhm. Es hat dich auf jeden Fall ins Gespräch gebracht. Ich konnte dir ein Interview klar machen. Oh. Okay, wir sind bereit hier drüben. Einen Augenblick. Denk dran, alles, was du zur Presse sagst, kann sehr, sehr öffentlich werden. Also, sei entspannt, aber achte auch darauf, was du sagst und wie es andere aufnehmen könnten. Okay. Ja, das kann sehr öffentlich werden, bereit. Wenn man was zur Presse sagt. Da hat sie wohl recht. Hallöchen. Emma sagt ständig, auf sie sollte man diese Saison ein Auge haben. Mhm. Wenn das stimmt, werden sie sowas wie hier noch häufiger tun. Mhm. Denken sie daran, sie selbst zu sein. Und je mehr sie mir zuspielen, desto besser wird es laufen. Okay. Gut, stehen sie hier. Okay, mache ich. Ein bisschen mehr in diese Richtung. Ja, welches meine Schokoladenseite? Bereit? Ein aufregendes Rennen heute. Mhm. Wie denken Sie darüber? Das ist Ihr drittes Wochenende mit Lucas. Haben Sie sich eingewöhnt? Ich brauche mich nicht einzugewöhnen, ich bin ein Profi, das wäre ein bisschen arrogant. Ich möchte das eigentlich lieber so haben. Okay, nicht, dass Sie uns gleich nicht mehr mögen. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie angewiesen wurden, Ihre Position an Lucas abzugeben? Das war eine dunkle Stunde. Er war schneller, es gab keinen Grund, ihn aufzuhalten, es war die richtige Entscheidung. Ja, wir sind ein Team. Oh, Fairness erhöht, okay, das ist doch halt Klasse. Das. Das war dann alles. Ach, na, das war jetzt aber mal ein kurzes Interview. Naja, okay. Wir sind ja auch noch nicht so bekannt, da kann man nicht schon stundenlange Interviews geben. Also, ich weiß, dass es nicht leicht war, mich vorbeizulassen. Nee. Aber es war richtig. Ja, du bist gut gefahren. Ja, ja, so würde ich es auch beschreiben. Nur gut, nicht großartig. Einer von sechs. Einer von sechs kommt in die Formel 1. Die anderen fünf lassen sich von ihren Teamkameraden die Punkte stehlen. Echt schade. Viele Fahrer bekommen keine Chance, weil sie für das Team fahren. Diese Teams haben uns hergebracht. Ja, aber die Fahrer tragen das Risiko. Wir sollten dafür belohnt werden. Willst du in die Formel 1? So denken Gewinner. Ich komme nicht drauf. Wie viele Rennen hast du gewonnen? Jetzt pass gut auf. Am Ende dieser Meisterschaft werde ich die Trophäe in den Händen halten und das ohne Teamkollegen auszunutzen, um den Sieg zu stehlen. Okay, ich bin raus. Glaub, was du willst, Devin. Aber die Saison ist noch jung. Entweder ist er sehr schlau oder du ein Schwächling. Glaubst du wirklich, dass er dasselbe auch für dich tun würde? Nein. Hm. Pass besser auf dich selbst auf. Macht sonst keiner. Ja, wenn er Anweisungen bekommt aus der Box, dann wird er das Gleiche tun, weil sonst kriegt er Ärger mit dem Chef. Das ist eigentlich eine einfache Rechnung. So, Juli 2018, Event 6 von 12. Also sind aber, wie gesagt, glaube ich, nur drei Rennen, bis man dann in der Formel 1 ist. Aber man muss halt auch was erreichen. Also wenn man jedes Mal Letzter wird oder ausscheidet, dann wird man wahrscheinlich auch nicht Formel 1 Pilot. Coole Aufnahmen.
Das muss man gesehen haben. Devin Butler liefert sich ein Rad-an-Rad-Rennen mit seinen Meisterschaftsrivalen. Niemand will den anderen vorbeilassen. Gleich kracht. Es gab einen Kontakt. Butler ließ seinem Gegner keine Wahl. Das ließ sich einfach nicht vermeiden. Da, ein deutlicher Schaden. Ich bin mir nicht sicher, ob das rücksichtslos oder einfach nur aggressiver. Jedenfalls werden die Rennmarschalls bald etwas zu sagen haben. Ja, da haben die ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Oh, halt, wir sind wieder dran. Gib nicht auf, du bist noch im Rennen. Jawohl. Was ist die Aufgabe? Einfach Punkte holen wahrscheinlich. Da können wir noch schnell gucken. Das sind hier die Perspektiven, die Kameras. Und die ist sehr schnell hier. Und die ist ganz krass mit diesem Bügel davor. Ich weiß gar nicht, ist das in der Realität... Oh, was für eine hässliche Kurve. Ist das in der Realität auch so, dass man da den Bügel davor hat? Die Rennleitung hat für Devin eine Stop-and-Go-Strafe von 5 Sekunden verhängt. Okay. Greif weiter an, du kannst ihn noch einholen. Du kannst ihn schlagen. Ja, ich werde mein Bestes tun. Eben, dieser Bügel finde ich unmöglich. Da sieht man ja gar nichts. Ich glaube, das ist der Überrollbügel, wenn ich mich nicht täusche. Aber das sieht ja einfach schlimm aus. Haben wir den? Haben wir den? Haben wir den? Ich glaube, den haben wir. Aber jetzt geht es hier schon wieder in die Kurve rein. Oh, der hängt da noch. Devin kommt an die Box. Devin an der Box. Okay, Devin an der Box. Das heißt, der verliert dort Zeit. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen vorwärts kommen, dann können wir natürlich hier irgendwie näher rankommen. Das war jetzt gerade relativ knapp vorher. So, wir fahren eher ein bisschen vorsichtig im Moment. Allerdings die Curbs, die darf man gerne mitnehmen. Devin ist jetzt auf P6, sechster Platz. Okay, und wir sind auf der 10. Okay, vier Plätze. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 11,4 Sekunden. Ja, uns interessiert aber im Moment nicht der Teamkollege, sondern eben Devin. Das ist ja nicht unser Teamkollege, das ist sozusagen unser Feind, der von der Box vorher. Und den sollen wir jetzt holen, wahrscheinlich auch, ja, um ihm ein bisschen zu zeigen, dass er schon nicht so ganz unschlagbar ist, wie er unser das denkt. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,0 Sekunden. Ah, sauber. Den haben wir, glaube ich, auch. Ja, Position 9. So, so arbeiten wir uns. Plätze. So arbeiten wir uns jetzt mal ganz langsam vor. Und jetzt nur keinen Fehler machen, sonst sind wir natürlich relativ schnell wieder hinten, das ist auch klar. So, Vollgas, wieder ein bisschen runterbremsen. Vollgas und jetzt den irgendwie. Ja, den holen wir innen, wenn es geht. Geht nicht, er ist fast gleich schnell. Er ist sogar gleich schnell. Er kam nicht aus dem Windschatten. Ich versuch's indoor. Das hat auch funktioniert. Sauber, den haben wir auch. So, das funktioniert Devin eigentlich. Ist jetzt auf P6, eigentlich relativ gut. Wir sind auf der 8. Ich sehe ihn aber nicht. Das ist natürlich schlecht. Der vor uns ist nicht der, den wir überholen sollen. Den werden wir, wenn es geht, trotzdem überholen. Wir haben eine relativ gute Beschleunigung, habe ich das Gefühl. Aber man sieht schon, wir kommen so trotzdem nicht näher. Wir müssen in den Windschatten kommen und dann später bremsen. Aber dann ist natürlich das Problem, dass man je nachdem relativ... Ja, genau, in den reinkracht. Haben wir ihn? Das hat tatsächlich geklappt mit der Außenrum. Okay, also, er ist noch eine Position vor uns. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich schalte nicht. Also das ist Automatik, das ist natürlich einfacher. Weil, ja eben, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Wenn ich jetzt hier auch noch schalten muss, dann wird das relativ schwierig, denke ich. Und ich möchte ja schon ein bisschen was zum Spiel zeigen und nicht da unten im Kiesbett draußen sein. Das macht zum Zugucken und zum Spielen keinen Spaß, nehme ich an. Also das wäre wahrscheinlich schon ein bisschen interessanter. So, wir kommen hoffentlich näher. Ich sehe ihn zwar immer noch nicht, aber... Ich hoffe, ich sehe ihn dann bald mal. Doch, da unten ist er. Jetzt habe ich ihn gesehen. Da, da vorne ist er. Wenn wir den jetzt holen, dann hätten wir... Ah, aber doch nicht auf die Wiese. Hier ist Devin. Also sei schön vorsichtig beim Überholen. Ja, der wird sie wahrscheinlich wehren, nehme ich an. Das wäre komisch, wenn der uns einfach durchlässt. Ich glaube, der riskiert lieber einen Unfall, als dass er uns passieren lässt. Der hat aber auch einen vor sich. Das heißt, er wird auch ein bisschen gebremst, während wir hier noch freie Fahrt haben im Moment. Devin ist derzeit auf P5. Ja, danke für die Information. Ja, war wieder nicht gut die Kurve, schade.
Ja, noch zwei Runden. Okay, das müsste eigentlich klappen. Der hängt so dicht hinten dran. Boah, voll in die Eisen. Wir haben ihn gerammt. Okay, haha, oh, das gibt sicher Ärger. Okay, das gibt eine Verwarnung. Und vor allem, der wird uns was husten. Aber wir haben ihn überholt. Das ist eigentlich, was zählt. Was meint die Box? Gar nichts. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Ja, da bin ich aber berühmt. Das kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Okay, und zum Überholmanöver sagt ihr gar nichts. Das war relativ harassierig. Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Naja, das dann doch nicht. Also so einfach sieht das mit Sicherheit nicht aus. Oh, lalala, er wehrt sich hier, der Kollege. So, ja, den haben wir auch. Wow, jetzt sind wir auf der 5. Okay, sehr gut. Jetzt sind es, glaube ich, noch zwei Runden, wenn man das so betrachtet. Also eben jetzt sind wir auf der 39. Dann haben wir noch eine 40. Das wären zwei Runden. Ich sollte nicht so viel reden, ich sollte mich konzentrieren. Norris führt das Feld an. Okay, ich muss nochmal schnell mein Lenkrad befestigen. Devon liegt hinter dir. Wieder schlecht. Wieder ganz schlecht die Kurve erwischt. Ganz schlecht. Die muss man ganz anders anfahren. Ich weiß nicht, warum ich das nicht schnalle. Jedes Mal fahre ich drauf zu und denke, so ist richtig. Und wenn ich dann in der Kurve drin bin, merke ich, nee, so ist falsch. Auch das war nicht wirklich ideal. Da verliere ich die ganze Zeit Zeit. Aber solange es die hinten nicht überholen, ist eigentlich egal. Weil ich glaube, nach vorne, also weiter nach vorne, werden wir es nicht mehr schaffen. Oder sehe ich hier noch einen? Doch, nach vorne fährt wieder einer. Vielleicht können wir den ja doch auch noch holen. Das wäre natürlich sehr schön. Dann wären wir auf der 4. Aus Podest werden wir es nicht schaffen. Höchstens, die machen natürlich da vorne noch einen Fehler. Das kann natürlich auch sein. Wenn die irgendwie sich beim Überholen irgendwie vertun, dann könnte es sein, dass wir dann doch noch davon profitieren können. So, das war jetzt mal besser. Jetzt habe ich endlich mal die Curbs mitgenommen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, aber auch besser als auch schon. Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Das ist sehr gut, okay. Wir haben jetzt aber nicht mehr das Ziel, die Verfolger abzuschütteln, sondern Makalele, oder wie der heißt hier vorne, Markelov, oder wie der heißt, den wollen wir holen. Come on, gib ihm. Jawohl. Sauber. Die 4. Devon ist jetzt auf P6, 6. Platz. Ja, das ist eh eine Lusche. Er wird uns wahrscheinlich was husten. Den haben wir wirklich schön abgedrängt. Jetzt habe ich, das ist wieder die Kurve, jetzt sogar mit Wiese. Oh nö, komm. Ja, das war fast klar, dass uns der überholt. Wenn man so einen Fehler drin hat. Aber wir haben ja noch ein paar Meter. Los, Fahrkollege. Innen durch. Bremsen. Ja, den haben wir wieder. Aber jetzt haben wir natürlich eben auch wieder zum Vordermann natürlich Platz verloren. Zeit verloren. Nicht Platz verloren. So. Okay, weniger reden, mehr konzentrieren, Herr Eisenberg. Ja, jetzt haben wir es. Okay, wir werden tatsächlich Vierter. Das ist doch gar nicht so schlecht. Immerhin, wir haben den anderen besiegt. Gut gemacht. Tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Carlin hat hier und heute eine grandiose Leistung hingelegt und sich ganz oben aufs Treppchen manövriert. Also, Davide, was ist deine Erklärung dafür? Das war ja eine Achterbahnfahrt. Glückwünsche sind absolut angebracht. Das war ein spektakuläres Rennen und eine fantastische Fahrleistung des Siegers. Aber es wird sicher auch viel Beifall für den heutigen Außenseiter geben. Erstaunlich, dass Devon Butler nur eine Strafe für diese Kollision erhalten hat. Aber dass sein Rivale, den er hinausbefördert hat, wieder zurückkommt und ihn schlägt, das hat das ganze Rennen für mich interessant gemacht. Wie Sie sehen können, ist es Zeit für die Siegerehrung. Unter unserer Kommentatorenbox flippt das Team von Carlin beim Einlauf seines Fahrers förmlich aus. Was für ein großer Sieg, der dem Team sehr viel bedeutet. Ja, wir haben ja eigentlich auch ein bisschen geschubst, würde ich mal sagen. Schade, noch eine Position weiter vorne, dann wären wir jetzt hier auf dem Treppchen. Aber okay, was nicht ist, kann ja noch werden. So ist es ja auch nicht.
Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Ja, jetzt guck mal, so Lukas Weber, der ist ja noch auf der 12. Der Fahrer des Tages war. Oh, das ist heute nicht einfach. Aber mein Instinkt sagt mir Nyck de Vries. Und wenn ich mir das Feld so ansehe, ist da niemand, der meine Meinung ändern könnte. Und weiter doch zu den anderen Teams. Trident zieht Heiß in der Rangliste immer weiter davon. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Machen Sie es gut. Ja, ich hoffe, euch auch wieder zu sehen. Wir machen es gut und ihr macht es hoffentlich besser. Okay, Rang 4. Guck mal, auf Rang 12 ist der Lukas Weber. Das ist unser Teamkollege von Trident. Der hat dieses Mal nicht gewonnen. Das hat man gesehen. Aber das Schöne ist ja halt tatsächlich Devin Butler auf Rang 6. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was der dazu sagt, dass wir da ein bisschen geschubst haben. Ich nehme mal an, der wird das thematisieren. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Wir machen 2 Videos hiervon. Und zwar machen wir dann in der nächsten Folge, ja, die letzte Formel 2 Runde, nehme ich an. Dann werden wir, wenn wir ein bisschen Glück haben, in die Formel 1 kommen. Und dann werden wir aber andere Strecken noch austesten. Weil, wie gesagt, habe ich schon gesagt oder nur gedacht, eine ganze Saison Formel 1 ist mir dann doch zu lang. Ich möchte tatsächlich hier mal reingeschnuppert draus machen. Mache ich ja auch. Gut, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.